Der Gürger von London. Das ist doch niemals der Gürger. Ich speichere gerade nochmal. Gürger Lars Dietrich wird uns sicherlich gleich... Ich sehe nur... Ach, da hinten. Okay, können wir die Gnome aus dem Versteck locken? Wie konnte ich nochmal das Ding aktivieren? So, ne? Ein Häuptling. Ah ja, 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 ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Okay, da kommt der Gürger, kommt da auch mit. Alter, guck doch mal, die werfen ja schon Krempel nach uns. Aktivier mal deinen Flitzbogen. Du hast keine Chance gegen uns. Ach du Scheiße, der Gürger ist ein Troll. Eins, zwei, drei, Scheiße. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, Scheiße. Ich gehe außen rum. Verzage nicht und vor allen Dingen sterbe nicht. Eins, zwei, drei. Ja. Wir haben den Gürger erledigt. Ich dachte, der hängt an der Ostküste rum. Goldene Kristallscheibe. Eine magische Verbindung von Kristall und von Kristall und Metall. Und Bier. Na, das hat sich gelohnt. Also da hat sich die Quest auch echt gelohnt. Zwei kühle Bier ist super. Und 562 Gold sind mir egal, Hauptsache Bier. Und wir haben eine der gestohlenen Kristallscheiben, die wir natürlich für den Typen brauchen. Für den alten Augenkneist. Der heißt ja gar nicht Imperator, der heißt ja anders. So, hier ist die Küche, hier gibt's nur... Ach, noch eine Steinplatte. Wofür auch immer die gut sind. Ein Kessel Buntes. Ja, da können wir uns jetzt was Leckeres machen, aber ob wir da... Ich weiß gar nicht. Ob das dann auch Stärke bringt? Ich glaube ja noch nicht. Apropos. Pass mal auf, jetzt haben wir natürlich den Gürger umgebracht. Das heißt, wir gönnen uns erstmal ein köstliches Frühstück, bestehend aus... wo sind die Eier? Bin ich blind? Zwiebeln, Kartoffeln, Krautstängel, Tee, Milch, Wasser, Wein, Bier, Grog, Rum, Möhre, Rübe. Habe ich die Eier alle schon aufgegessen oder sehe ich die hier gerade nur nicht? Wir haben auf jeden Fall welche gesammelt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, die aufgegessen zu haben. Aber ist ja auch schon ein paar Monate her, also insofern weiß ich das natürlich gar nicht so genau. Da sind keine Eier. Ich habe einfach keine Eier in der Hose. Das ist ja erstaunlich. Wo sich da doch sonst immer so viele tummeln. Da ist doch die Auswahl sonst immer reichhaltig. Komisch. Vielleicht hier jetzt? Vielleicht sind die Eier ja keine Dingens. Ich guck mal hier eben. Machen wir hier vielleicht irgendwo Eier, 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 Eier. Ah ja, wir haben keine Eier. Blöde, eierlose Existenz. Schlösser öffnen. Ach, gucke mal. Und den Gnom. Wir rauben hier... Ach, da hat er noch einen Werkzeugbeutel dabei, den wir natürlich nicht mehr brauchen. Jetzt rauben wir natürlich hier nochmal alles aus und räumen hier nochmal alles aus. Machen wir ja schon wieder die Tine Wittler. Ringe. Ringe, die nix bringe. Hier geht auch nix durch. Ah, Dorf ist dem. Dem ist sehr Dorf, wir gern von dannen. Ja, hätte ich gewusst, dass der Gürger hier wohnt, da hätte ich mich doch vorbereitet. Aber ich bin ja froh, dass ich nach der langen Spielpause nicht gefailt habe. Da bin ich ja heilfroh drum. Ringe, Ringe, die nix bringe. Und das war's? Gibt's hier unten nicht mal ein paar Extra-Räume? Ich will auch ein bisschen erforschen. Ich dachte, jetzt kann man hier so einen riesigen Dungeon erforschen, wo man sich tagelang drin aufhält. Tja, naja. Aber... Ach, pass mal auf. Ich muss immer ums Mikrofon rumgreifen. Wir haben 92 Stück Fleisch dabei. Das geht dann... Das beult natürlich auch schon langsam in der Hosentasche ein bisschen rum. Und stinkt auch langsam. Das heißt, wir werden das mal langsam alles aufessen hier. Und was gibt's Schöneres, als einfach mal 10 Steaks auf einmal zu fressen? Mit einer leichten, zerlaufenden Kräuterbutter. Garniert mit einer Idee von Dill.
So, geht gleich weiter. Wir sind hier momentan leider noch am Kauen. So, und ich will die Heiltränke nicht überstrapazieren. Und da wir so viel Fleisch haben, ich weiß auch gar nicht, wozu wir so viel Fleisch brauchen noch. Achso, um Heiltränke zu sparen. Klar, liegt ja auf der Hand. Hast du recht. Habe ich gerade nicht dran gedacht. So, den Gürger haben wir somit... Dem haben wir somit Einhalt geboten. Dort oben haust ja noch der alte Schelm. Habe ich hier eigentlich schon die Kohle geholt oder was das ist? Oh, Obsidian. Nichts zu holen. Aber ja, ist denn da kein Obsidian? Nicht. Hm. Na gut, aber du könntest doch vielleicht trotzdem... Hier gibt's nichts zu holen. Ach, naja, dann lasse ich das mal. Das hat man davon, weil man so gründlich spielt auch. So, den Typen da oben haben wir übrigens nicht erledigt. Ich glaube, der war noch nicht hier. Der kommt erst da hinten. Da hinten steht der. Und ein kleiner Pieselgnom. In meinem Übermut werde ich jetzt Folgendes tun. Ich werde erstmal den Pieselgnom anvisieren. Huch. Pieselgnom. Das sind sogar gleich der Gnome 2. Hallo? Du hast Piesel. Keine Chance gegen uns. Piesel. Piesel, Piesel. Jetzt werft doch nicht euren Krempel, sondern kommt mal runter hier. Ich hab da was Feines für euch. Kriegt da direkt zwischen die Zähne. Und zwar an der Knöchel. Ach, jetzt läuft er wieder weg. Schnapp ihn dir, Tiger. Feigling. Na, komm schon ran, du Arschmade. Ja. Ja. Das wäre geschafft. Was denn? So. Nicht mal eine Münze? Hör auf, meine Gnome auszurauben. Ah, nein! Das sieht gut aus. Ich dachte gerade, der läuft dahin, der Rupert. Ich find's übrigens geil, ich habe das glaube ich letztes Mal schon erwähnt in der letzten Aufnahme, ich find's toll, dass die NPCs auch die Gnome ausrauben. Also die, die sie erledigt haben. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen Realismus. So! Ey du Fettklops! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Oh! Eins, zwei, drei! Ach, Mann! Ja! Eins, zwei, drei! Uah, oh, ho, 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 alter Schwede! Hahaha, hallo! Lass uns Freunde sein! Matsche! Sterbegeräusche. Sag meiner Frau, dass ich sie liebe. So, Sterbegeräusche, der Sterbegeräusche genug. Wir können den eigentlich packen. Das Einzige, wovor ich mehr Angst habe als vor dem Viech, das ist eigentlich vor den Ladebildschirmen, weil wenn die jetzt hier noch 10.000 Jahre dauern, dann... Also wir könnten den schon packen. Wir können den auch hier die Klippe runterstoßen. Das Blöde ist nur, dann kann man den nicht mehr so gut looten. Ich kann Ogre nicht looten sehen. Ist die Frage. Haben wir denn vielleicht... Wir könnten natürlich noch ein Skelett zur Unterstützung herbeirufen. Guck mal eben, was hier die Hausapotheke so alles sagt. Ach, Matrosenkleidung ist ja janisch. Hier haben wir noch ein Lederhelmchen. Runenschild können wir gerade nicht tragen, weil wir dann das Superschwert haben. Hier können wir uns teleportieren. Das ist ja ganz gut. Schlösser öffnen bringt uns hier nichts. Eile ist gut. Levitation ansonsten vielleicht noch den... Oh, Berserker wäre doch mal ganz angenehm. Da haben wir nur eine von leider. Und dazu noch ein Schild. Haben wir ein Schild irgendwo? Lichtzauberwitz erzählen, Skelettbeschwören, Berserker, Nautilusverwandlung, Eile, Levitation... Telekinese, starke magische Heilung, schwache magische Heilung. Und ich glaube, wir haben... Wieso haben wir dann eigentlich keinen Schutzzauber?
Können wir vielleicht Telekinese machen und dann einfach die Hände um seinen Hals legen und fest zudrücken? Das wäre doch mal was Feines. So, ich glaube, dann nehme ich mal... Soll ich den Berserker nehmen? Aber den brauchen wir vielleicht später noch. Skelett beschwören haben wir noch eins. Können wir auch nicht machen, weil das ist zu hoch für uns. Und hier benötigt es Mana 20. Das würden wir hinkriegen. Ach, hier ist Skelett beschwören. Haben wir zwei Schriftrollen und hier haben wir... Ach, das ist die Rune. Stimmt ja, ich erinnere mich. Ist ja schon ein paar Tage her. Okay, wollen wir mal ein Skelettchen beschwören? Oder wollen wir auf die gute alte Art und Weise mal Berserker-Rino-mäßig abgehen? Pass mal auf, ich mache hier mal den Berserker-Rino und dafür haue ich mir eben nochmal schnell irgendwas in den Hals, was uns Mana zurückgibt. Und ich würde mal sagen, das ist eine Pulle rum. Mana plus 15 oder Grog oder Bier Mana plus 5. Bier haben wir 21. Pass mal auf, dann haue ich mir mal die rechte Maustaste ins Gebälk. So. Sauf, mein Junge, ist gut für dich. Hier, schön Bier, da sind köstliche Vitamine drin. Vitamin W wie Weizen. So, müsste man jetzt nicht eigentlich total besoffen sein? Egal. So, speichern. Auf die 7 drücken. Na los! Ach, scheiße. Wow, ich habe selten so heldenhaft kämpfen, jemanden kämpfen sehen. Ach komm, ja, das ist, genau das ist halt das Doofe mit dem Ladebildschirm. Das ist extrem nervig, wenn man da halt irgendwelche Kämpfe machen will, die halt riskant sind. Dann hängt man halt sehr oft im Ladebildschirm und rausschneiden will man es dann ja auch nicht. Das ist ein bisschen doof, sonst würde man halt viel mehr Risiken eingehen können. Und auch sowas wie eine Panzergrille, die nimmt man ja normalerweise mal eben mit. Wenn man jetzt normal spielt, wenn man kein Let's Play macht, dann kann man so eine Panzergrille einfach mal easy angreifen oder so ein Ogre hier auch. Dann stört es ja keinen. Aber wenn man es im Let's Play macht, dann ist das immer so eine Sache. Wo geht's denn da eigentlich hin? Na nü, automatisches Speichern? Ach, stimmt, der Ogre ist ja gar nicht der Fieserich. Das hier ist ja das fiese Viech. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ob das jetzt eine Aufnahme schon mit drin war oder ob da das Festplatte abgebrochen ist. Warte mal, mal aus Spaß gucken wir uns gleich wieder den Ladebildschirm an. Hallo? Ach, das war gar nicht das fiese Viech. Tja. Schnauze. Tja. Das war ja jetzt ein bisschen... Das war, glaube ich, nur so ein ganz normales Viech. Ach, der Ruber... Was macht denn der? Der hat sich eingegraben im Fleisch dieses Kolosses. Also ich werde gleich nochmal laden, weil ich will die Schriftrolle, diesen Berserker nicht für so ein komisches Mumpitzviech, ne, und so. Oder war das doch das große Viech? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo müsste es dann hier runtergehen. Piu! Aua. Ich glaube, ich bin über meine Schnürsenkel gestolpert. So, das hier ist übrigens der Ladebildschirm. Der ist wirklich sehr schön. Deswegen zeige ich den nochmal, weil der einfach technisch so brillant umgesetzt wurde. Das ist einfach ein Augenschmaus auch. Ja, das mit dem Ladebildschirm ist ein bisschen doof, aber halt nur fürs Let's Play. Wie gesagt, wenn man da Singleplayer durchgehen würde, wäre es gar kein Problem. Dann probiert man die Stelle eben 5-mal, bis man den erledigt hat. Oder 10-mal notfalls, wenn man sich da durchbeißt. Aber im Let's Play ist es halt dann doof, weil der Ladebildschirm dann halt entsprechend viel Zeit einer Folge einnimmt. Und da ist man dann nicht unbedingt sehr dankbar drüber. So, pack weg den Lachs und wir gucken mal eben... Die Viecher können wir ja später noch umbringen. Ich glaube, die tun uns erstmal nichts. Hoffe ich zumindest. Hör auf zu mucken da hinten. Na, jetzt ist er aber gut da.
So, da kommen wir offenbar nicht runter. Ich könnte natürlich mein Superman-Kostüm anziehen und da runterspringen, aber ich glaube, das ist eine uncoole Idee.